Die alte labert jedes Mal, wenn ich das Video starte, denselben Spruch. Moin Leute, wir sind dann, genauso wie ich, ne, wahrscheinlich. Wir sind wieder am Bless Online unterwegs und ich habe hier wahrscheinlich den ersten Dungeon Art Cave gefunden, wo man halt reingehen kann. Wir haben diese Bad Cave, warum auch immer die so heißen, die Fledermäuse da hinten, noch nicht als Pet. Unter anderem kann ich euch zum vorherigen Video, wo wir den hier in Grün gefangen haben, bestätigen, ja, ich habe ihn nochmal gefangen und ich habe ihn dann in Weiß bekommen. Das heißt, es könnte auch sein, dass wenn ich die Pets fange, einen in Blau bekomme. Wer weiß, was es noch Besseres gibt. Wir wissen ja, dass wir ein lilanes Mount hatten, also gibt es Lila auch noch. Ob man das so einfach fangen kann, ist natürlich eine andere Sache. Wir haben jetzt noch 13 Rollen mit. Wir versuchen jetzt einfach mal in diesem Cave zu gucken, was es da gibt und fangen mal ein paar Sachen. Oha! Nein! Jetzt muss ich doch sagen, nee. Was? Ja. Ja, kann ich ja gar nicht. Was ist das denn, ey? Ich krieg den ja gar nicht down. Der macht mir wahrscheinlich so viel Damage, dass ich gleich wieder tot bin. Fuck. Ja gut, Leute, dann können wir eben nicht da rein. Es ist überall so, eine, so schwere Sachen, ey. Das ist... Was ist denn, wenn ich... Wo war das denn? Wenn ich da hochgehe und mal da versuche, den Boss zu fangen. Wäre doch eine Idee, oder? Einfach mal so probieren. Denn hier oben bin ich wahrscheinlich so gut wie fertig, auch wenn Daphne hier noch rumsteht. Ah, ich muss sowieso wieder da hoch. Okay, dann kann man doch mal probieren. Also, neuer Plan. Es kann theoretisch ja auch sein, dass wenn man diese Kill-Quests abschließt, dass man dadurch eine höhere Chance hat, eine höhere Stufe zu bekommen. Also, ne, anstatt weiß, grün und so weiter. Nein. Alter, was mache ich denn? Ich wollte die Quest da oben abgeben. Jo. Didi. Also Fallschaden gibt es hier anscheinend nicht. Ich bin schon so oft so viel runtergefallen. Ich habe auch für 10 getämmte Viecher noch keinen Titel bekommen oder so. Es ist wirklich interessant, ja, was für Verzweigungen und Verzwirbelungen es hier gibt. Teleportmaster. Auch dass manche Geschichten, so wie hier, das hier, völlig unabhängig sind von dem, wo man gerade ist. Also man fliegt dahin, aber habt ihr gesehen, wenn ich gestorben bin, bin ich sonst wo gelandet. Ich gehe jetzt aber mal eben darüber und guck mal, ob ich dieses Gerät da aktivieren kann. Und werde dann danach hochgehen zu dem Boss. Mal gucken, was da los ist. Immer gucken, dass ich mich hier nicht irgendwie verfransel. Also jetzt, wo Licht gerade ist, können wir mal gucken. Das Aussehen, ich kann es gar nicht kleiner machen, das Fenster. Das Aussehen ändert sich auf jeden Fall nicht zwischen den Viechern. Aber es verliert Energie. Also man braucht schon mehrere davon. So, wir fangen hier direkt an mit Einfangen. Komm, daneben. Achso, er hat... Oh, er ist ein bisschen größer. Okay, ja, okay. Probieren wir es einfach nochmal.
Ich habe noch einen Joker hier. Nee, also hier das Gebiet ist definitiv nicht mein Gebiet. Ihr habt gesehen, es war relativ knapp von dem, was da passiert. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen würde. Fatpig, ja, sehr gut. Oder ob es sich überhaupt lohnt, da so viele Rollen dran zu verschwenden. Die Preise sind wirklich sehr hoch. Wir gucken mal, ob unser Pferd, auch genannt Steinbock, hier hochkommt. Nee. Und ich werde da von hinten auch böse attackiert. Wir bist ja dann oben rumgelaufen. Na okay. Wir laufen jetzt einmal hier rum. Ah, schöne Gegend. Das werden wir mal zum Urlaub machen, oder? Meine Herren. Ach, hatten wir die nicht, diesen Namen? Grandisti? Nicht irgendwie als... Irgendwo in einem Text stand da drin. Von wegen... Die blöde Sau. Aber die sehen gut aus. Guck dir das mal an, Mensch. Aber auch wieder 8000 Lebenspunkte. Also man muss nachher wirklich ein ordentlicher Damage-Dealer sein. Ich weiß nicht, ob der Paladin den durch seinen Heil... Aber nee, das lädt sich ja so langsam auf. Ja, guck mal, und wenn du einen fetten AOE hast, kannst du sie ordentlich einsammeln und die Viecher wegkloppen. Was ist das da? Was sagt er hier mit dem Pfeil? Gleich mal gucken. Ah, das ist, glaube ich, der Geheimweg nach oben. Teleportmaster. See you. Toll. Also muss man jedes Mal neu losfliegen oder was? Was soll der Pfeil hier uns zeigen? Interessant. Doch, 1000. Guck dir mal an. Die schaffen wir. Fangen wir uns doch mal ein. Oder auch nicht. Alter, was ist das denn für eine versteckte Sache? Also nochmal. Kann man mal sehen, dass die Welt hier doch sehr interessant ist. Vor allen Dingen, dass du bis da hinten die Viecher schwabbeln siehst. Hammer. Oder? Krass. Ja, sehr schick. Also hier ist was zum Runterfallen. Eventuell sollte ich dann mal von meinem Ochsen runter. Und... Daneben. Ja, ist ein anderes Gebiet. Oder was? Oh, trefft die nicht mal. Doch, da hab ich einmal getroffen. Okay, probieren wir den einfach mal einzusammeln. Hat wohl nicht so ganz geklappt. Ich komm da gar nicht durch, was ist das denn, ey? Ich probier's nochmal, ansonsten springe ich zurück und lass sie heilen. Bleiben die da? Nein, bleiben da. Ja. Schön wir hier ins Runde. Ich habe da noch eine höhere Rolle dabei. Vielleicht klappt die ja besser. Was ich sehr interessant finde, ist, dass ich die überhaupt nicht treffe. Also die könnten nur 1000 Lebenspunkte haben, aber könnten durch die Fragezeichen Level 99 sein.
machen zwar nicht so viel Damage, aber du bist einfach nicht, kriegst einfach nicht tot. Das ist so eine interessante Geschichte. Also mir gefällt sowas, ja. So, du Nasenbär. Kommen wir direkt die nächste Rolle raus. Ballern uns noch einen Heiltrank rein. Hauen noch eine raus. Noch eine. Probieren es jetzt einfach. Das ist sehr knapp. Also es würde funktionieren. Aber nicht, wenn ich jetzt sterbe. Aber es ist, weiß nicht, es liegt wohl am Level oder so. An meinem oder an der Rolle. Krass. Gut. Also. Wir wollten mal eben hoch zu dem Monster reiten. Drei Rollen habe ich ja noch. Und wollten dann mal schauen da oben. Ob es möglich ist, den Boss zu tamen. Wer weiß, ob es dann ein Reittier wird, weil es ja auch so ein Wandertier ist. Oh, 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 32.000 Lebenspunkte, da, Boss gesichtet. Kieser, Forest Lord. 32.000, der knallt mir schon eine rein und mich weg. Ah, guckt euch die kleinen Dinger hier an. Was ist das denn, ey? Aber so einen müsste ich doch theoretisch dann schaffen. Ich treffe die nicht. Gut. Aber kannst, egal wie stark du bist, kannst du die einfach nicht treffen. Ich könnte ihn zu, jetzt mit 30 Schüssen hätte ich ihn platt machen können, aber ich treffe ihn halt nicht. Und das ist dann sehr, sehr schlecht. So, was haben wir hier? Gut. Ballern wir mal darüber. Ich wollte gerade gucken, aber ich bin schneller auf mich schneller als mit dem Rad fährt. Ist ja krass. Hat sich komisch. Bedeutet aber im Umkehrschluss, wenn die gerade aktuell einfach nicht treffbar sind, sind wir nachher nicht treffbar für die kleineren. Was hat er denn da? Was war das denn? Habt ihr das gesehen? Das war so ein Schildbrecher, irgendwas, Buff. Glaube ich zumindest. Also das wäre von der Logik her einfach so, dass unsere Stats irgendwann über deren Stats sind. Natürlich von der Verteidigung, so klar. Aber ich meine auch vom Ausweichen her, so dass man danach auch einfach... Man macht schnell Max-Level, geht zurück und tamet die alle. Tamen während des Levels ist natürlich auch mal sehr toll, weil man immer wieder was Neues findet. Aber das ist... dann wahrscheinlich wieder so eine Sache. Man müsste wirklich das Tamen ans Level verknüpfen, so dass man einfach dann nicht mehr levelt, weil man sagt, ich will die Viecher tamen. Ansonsten ist die Chance einfach bei 5%. Und es wird umso schwerer. Wäre zumindest lustig. Waren die schon immer alle da drin? In den Häusern? Oder ist mir jetzt gerade so präsent? Da, Predictor heißt der. Ja, ich komme hier zurück. Sehr nice. Und die Flügel sind hübsch, oder? Und weg sind sie. Was hat er anzubieten? Schnaps? Nö. Gut, probieren wir es mal. Wenn wir den nicht getamed kriegen, gucken wir mal, ob wir den getötet kriegen. 6 Tränke, 6 Minuten. Ich glaube aber nicht, dass es... Ich glaube, der ist eher so eine Sache für mit Level 30 oder so. Aber das Tame interessiert mich, also ob man die Bosse wirklich nachher auch noch tamen kann.
Wobei mich natürlich auch die Drops interessieren. Wenn der nämlich was Goldenes oder so zum Craften, das wäre natürlich sehr fett. So, achte da drauf, wo rennt hier einer? Wo flitzt er? Flitzer, wo bist du? Dürfte er sein, richtig. Ja, vielleicht habe ich mir hier diesen anderen Hammel hier auch noch zugeholt. Das ist eben das, was ich meine, dieses, du kannst dann... Hallo? Schieß dir doch mal an, verdammt nochmal, was bist du denn für einer? Genau, schubst mich in den anderen Mod. Ach, der holt lauter kleine Babys. Wuhu, laufen, retten. Also habt ihr gerade gesehen, ja, also ist mit dem Magier per AOE wahrscheinlich einfacher. Mir fehlt hier aber auf jeden Fall so ein und noch ein bisschen Def, noch ein bisschen ja, vielleicht Level 15 Tränke. So, jetzt heilen wir uns nochmal und jetzt probieren wir als nächstes das Tamen. Nochmal, also zwei Rollen habe ich ja noch. Es war knapp. Ach, das ist auf hier ist ein Trank, ey, gibt's doch nicht. War jetzt auch nicht so die Stelle. So, stehen du Hund. LOL! Der hat ihn unterbrochen durch seinen Skill. Hallo? Verdammt! Ja, hat er mich noch erwischt. Verdammte Scheiße. Also... Es ist nicht... Habt ihr ja gerade gesehen, also ich war ja fast volle Lebenspunkte, er hat da eine Bombe rausgehauen während des Tamen und das Tamen ist ja zum Schluss auch absolut hängen geblieben. Ich hatte gar nicht die Zeit, um das runterzuarbeiten. Also, du hast Rollenenergie und du hast oben diesen oberen Balken und unten hast du die 5 Sekunden. In der 5 Sekunden muss das Zeug runter sein, also nicht die Energie, sondern die Energie von dem Mob. Das war einfach unschaffbar. Das gibt jetzt irgendwie so hier so ein Debuff hier unten, könnt ihr das sehen. 1 Minute 33% von Speed reduziert. Ja, jetzt bin ich hier wiedergeboren. Was haben wir denn hier für Leute? Ne, der einzige Shop wäre dann der da hinten. Ah, der Seller hier, Abigail. Gibt aber... Doch, der gibt auch die anderen Rollen. Eins, zwei, wir machen das nochmal. Also wir probieren das nochmal. Ich werde es nicht lernen.
Achso, die sind da drin. Okay, dann nehmen wir nochmal hier die silberne Rolle. Die wahrscheinlich viel zu hoch ist. Vielleicht ist sie auch ausgegraut, dass ich sie überhaupt gar nicht benutzen kann, weil ich zu klein bin. Ja. Vielleicht gibt es ja auch ein Taming-Skill. Das habe ich natürlich auch noch nicht geguckt. Also, ne, dass man... So wie hier bei diesem Crafting-Skill, dass das auch zum Tamen gibt. Irgendwie so. Daran sieht man nichts. Gatoring. Nee. Also ich brauche auf jeden Fall hier irgendwie sowas wie dieses Hawkeye oder so. Also ich muss öfter kritten und ich muss mehr ausweichen. So ein Side-Jump oder sowas noch dazu. Oder einen zweiten Heal. Irgendwie sowas. Dann kann ich sowas machen. Aber jetzt aktuell in der Lage kann ich nur gucken, was ich tanken kann. Und einen Heiltrank trinken. Und das Weglaufen bringt gar nichts, weil ich mir ständig die Mobs von hinten hole. Dazu sollte ich mir vielleicht auch mal eine sinnvollere Strategie überlegen und nicht in den Akku-Monstern stehen und ihn ansnipen, sondern zum Beispiel hier irgendwie so. Wo ich mich auch bewegen kann. Rennt er überhaupt hier hinten rum oder rennt er nur auf der anderen Seite rum? Ist er das schon? Was ist er schon? So, Rolle 6. Fehlgeschlagen. Dann nehmen wir mal die stärkere Rolle. Ja, und da hat er mich umgeschmissen. Also ist dieser schon wesentlich besser aus. Rolle 6. Kannst vergessen. Guck jetzt mal an. Das ist absolut Schwachsinn. Ding ist, ich bin viel zu langsam und er verlangsamt einen auch noch, ne? Also da unten, ihr seht da unten noch der Debuff über der grünen Leiste. Also ich bin, naja, das ist ganz vergessen. Und die machen dann auch noch 17 Damage jeder. Das sind dann bei 5 Viechern, sind auch nochmal 200 oder was. Nee, das geht nicht. Also ist, ja. Jetzt habe ich natürlich noch einen zweiten Debuff drauf, bevor der erste weg ist. Gucken wir mal, ob der sich jetzt im Stack... Ja, das ist ein zweiten rechts daneben. 3 Sekunden, Attacking, 4 Effekt. Ja, klar. Gut, damit war es das auch. Ja, wir sehen uns beim nächsten Versuch, irgendwas Dummes anzustellen hier. Haut rein, Leute. Ciao.